Moin Pyros und herzlich willkommen zu einem neuen Raritäten-Unboxing. Ich habe mir mal wieder ein paar Raritäten gegönnt. Dieses Paket hat einen Wert von 50 Euro. Ich habe bei einer Privatperson bestellt. Diese möchte leider nicht genannt werden. Akzeptiere ich. Und ja, ich habe dort bestellt, weil er hatte drei Sachen, die ich haben wollte. Und dann habe ich gesagt, hier hast du eine Summe X, pack da nochmal ein paar Sachen rein. Und ja, das ist auch für mich ein Überraschungspaket. Ich bin sehr gespannt, was sich drin befindet. Deswegen packe ich das jetzt sofort aus. So, da ist das Paket auch schon offen. Fangen wir direkt mal an. Und zwar war das ja ein Bestellgrund. Die Kevins von Nico. Sehr geil, das sind die D-Böller. Ich sammle ja die Kevins, weil das waren die ersten Böller, die ich damals als kleiner Junge hatte. Ist natürlich sehr geil. Also wenn ihr davon noch was habt von Kevins und nicht braucht, schreibt mir ruhig. Dann haben wir hier noch China Böller D von Komet. Dann kommen wir hier zu Riesenknallfrische. Kann man immer gut gebrauchen, aber die heutigen sind ja richtig schlecht. Dann haben wir hier A-Böller. Bo-Piep, das müssten B-Böller sein. Jupp. Kommen wir hier zu einem Turbo Flyer von Nico. Das müsste noch Mook Nico sein, genau. Da kann man das gut erkennen. Die explodieren hier sehr gerne oder zünden durch. Das hatte ich bei meinem Nikolaus Special gehabt. Extrem laut die Dinger, wenn die durchzünden. Dann haben wir hier zweimal China Cracker. Das hier war auch ein Grund, warum ich dort bestellt habe. Das große Five-Konzert mit Pinselstrich-Logo fehlt mir auch noch in der Sammlung. Dann haben wir hier zweimal die Prachtfontäne. Auch ein sehr schöner Artikel. Pyro-Kracher von Pyromax kenne ich so noch gar nicht. Deswegen finde ich solche Pakete immer geil, wo man nicht weiß, was drin ist. Und dann bekommt man Sachen, die man selbst noch nicht kennt. Sehr geil. Ninja Crackers von Nico. Die altbekannten. Grüße gehen raus an Dennis Pyro. Du magst die ja richtig gerne. Dann haben wir hier einmal den Cyber Crackling von Leslie. Aus dem Future Class Set. Dann kommen wir hier zu den D-Böller von Keller. Mit dem Münchhaus-Cover. Dann haben wir hier eine altbekannte Hulis Junior-Tüte. Auch wieder sehr gut gefüllt mit Schmetterling, Feuerwirbel, sogar mehrmals Irrlichter. Immer eine gute Füllung. Dann haben wir hier einen super Überraschungsvulkan von Weko. Star Kids von Feistel. Schöner Cut-1 Artikel. Dann haben wir hier einen Kanonschlag Thundercracker A von Komet. Dann haben wir hier nochmal Star Kids. Auch hier ein sehr schöner Artikel von Weko, die Piccolos. So, dann geht's hier weiter. Dann haben wir hier von Nico Feuerwerk das Cool Sortiment.
So, dann haben wir hier den dritten Grund, warum ich dort bestellt habe. Und zwar die Luftheuler von Funke. Zweimal. Die wollte ich unbedingt mal testen, wie die so sind. Bin ich sehr gespannt. Dann haben wir hier etwas sehr, sehr Kleines. Und zwar die Mini-Knaller von Weco. Die sind wirklich sehr klein, wenn man die auf die Hand legt. So, dann haben wir hier die Pyro-Cracker von Komet. Dann haben wir zweimal die Feuerringe von Nico. Und dann haben wir schon fast die letzten Artikel. Dreimal den Schwärme A von Komet. Wirklich laut und der Reibkopf sieht noch wirklich gut aus. Und dann haben wir hier wahrscheinlich den Flop von 2016 von Xplode. Super Böller 2 und D-Böller. Habe ich auch noch ein paar von liegen. Ja, das war das gesamte Paket für 50 Euro. Sehr gut gefüllt, finde ich. Ein Dank geht raus an die Privatperson. Er weiß, wer gemeint ist. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann mache ich jetzt noch eine kleine Gesamtübersicht. Und ja, noch eine kleine Info. Ich bin wahrscheinlich auch in Graal-Müritz. Also wenn ihr mich seht, könnt ihr mich ruhig ansprechen. Ich werde mein T-Shirt anhaben. Daran könnt ihr mich erkennen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein.